Hey Leute, mal wieder herzlich willkommen bei Schwimm Paddel. Heute sind wir am Start mit dem Test zu dem Eheim 5E450. Viel Spaß! Ja, heute soll es um den Eheim Professional 5E450 gehen. Der ist wie alle Modelle aus der 5E-Reihe ein Eheim-Digitalgerät, sprich wir können ihn zusätzlich zu den normalen Funktionen, die ein Außenfilter hat, über zum Beispiel den Computer, ein Tablet und Smartphone zusätzlich steuern, können einprogrammieren mit verschiedenen Strömungsschaltungen, mit Thema Zeitschaltung, Kopplungsschaltung mit zum Beispiel Thema Futterautomat und Ähnlichem, und da kann man das Ganze praktisch zusätzlich noch um weitere Funktionen ergänzen. Als erstes mal ein dickes Dankeschön an die Firma Eheim, die mir den Filter zum Testen zur Verfügung gestellt haben. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt als allererstes mit dem Unboxing los. So, jetzt haben wir einmal schon gesehen, was zubehörtechnisch in dem Filter bzw. in dem Paket mit drin ist. Sprich, wir haben einmal alles an Zubehör drin, was drin sein muss. Thema Schläuche, Ausläufe und Ähnliches. Das Einzige, was mir jetzt vielleicht noch gefehlt hätte, wäre eine Breitstrahldüse. Das ist aber ein bisschen Geschmackssache, genauso wie man jetzt sagt, man macht Edelstahl oder Glasware zusätzlich dran. Aber was mich schon mal mega freut, da war ich nämlich noch auf dem alten Stand, dass Eheim noch dieses, in Anführungsstrichen, nicht so schöne Grün verwendet, aber wohl bei den größeren Modellen bzw. bei allem, was den Professional-Titel trägt, packen sie jetzt anscheinend diese grau-anthrazitfarbenen Schläuche mit rein. Gefällt mir optisch wirklich sehr gut. Ja, wir machen einmal jetzt den Filter hier auf und schauen so mal, was so drin ist bzw. was nicht drin ist. Einmal, zweimal, dreimal. Die haben gut Spannung, das ist immer gut. Und die vier. Sorry, wenn es ein bisschen laut ist. So. Dann machen wir einmal den Kopf ab von dem Ganzen. Sieht so hier unten drunter aus. Können wir uns auch gleich mal ein bisschen näher angucken. So, gerade mal kurz den Fokus ändern. So. Und zwar haben wir hier einmal den Pumpkopf. Hier mit einem ganz einfachen Drehverschluss. Da können wir einmal hier das Ganze ganz leicht gegen den Uhrzeigersinn drehen. Einmal abziehen. Dann haben wir auch schon die Haube samt ordentlicher Keramikachse. Seite. Dann einmal hier das Pumprädchen. Das würde ich jetzt vermutlich ohne Pinzette nicht rauskriegen. So, ich habe es einmal gerade schnell rausgeholt. Da haben wir hier einmal das Pumprad. Das setzen wir sachte wieder ein. Hier auch mal ein kleiner Tipp zwischendrin. Die Dinger haben wie einen magnetischen Sog, wenn ihr das hier reinmacht. Lasst die nicht so reinknallen. Das macht innen drin nicht die Achse, sondern praktisch das Außenrum mit der Zeit kaputt. Kann es auch spröde machen, Kratzer auf der Oberfläche verursachen, dann dreht sich das Ganze nicht mehr so sauber. Immer festhalten bis zum Schluss. Dann schieben wir einmal die Achse wieder rein und schließen das Ganze hier. Das ist wirklich sehr simpel gemacht. Vielleicht noch was zum Thema Pumpkopf. Und zwar Thema obendrauf. Wir haben hier einmal die Ansaughilfe. Ich würde sagen, ja, Verhältnis schon recht stramm, so wie bei vielen anderen Herstellern. Dann haben wir hier einmal den Anschlussblock. Einmal on, einmal offside. Das Ganze hier regelbar.
Damit wir das Ganze lösen können, müssen wir komplett auf Off stellen und drücken einmal hier unten auf den roten Knopf. Und dann können wir die ganze Einheit hier rausnehmen. Auch wieder alles schön mit Dichtung, alles auch noch ordentlich eingefettet. Und das können wir dann auch im Nachhinein wieder ganz einfach reinklicken. So, arbeiten wir uns einmal von oben nach unten. Dann können wir einmal den obersten Korb rausnehmen. Hat hier außen noch so zusätzliche Lasten, dass man es rausheben kann. Ja, das ist die oberste Einheit, ganz einfach als Vorfilter gedacht. Wir haben hier innen drin auch eine Rückschlagklappe und auch hier wieder zusätzlich eine Dichtung, dass nicht irgendwo sich doch Schmutzwasser mit filtriertem Wasser mischt. Ganz grober Schwamm, geschätzt irgendwo sowas um die 10 bis 15 ppi, also wirklich sehr, sehr grob. Und hier unten drunter sieht man einmal die Verteilerrillen, dass sich das Wasser auch ordentlich auf der Fläche verteilt. Sinn des Ganzen bzw. Richtung der Filtrierung des Wasserdurchflusses. Euer Wasser kommt einmal hier in diesem Loch an, verteilt sich praktisch unten drunter über diese Rippen, sickert nach hier oben durch den Schwamm, also wirklich von unten nach oben wieder durch den Schwamm durch und läuft dann über den Überlauf hier neben nach ganz unten in den Filter. Also bis auf die oberste Vorfiltereinheit filtert dieser Filter wirklich komplett von unten nach oben. Das sollte man in dem Fall beachten. Ansonsten, nächste Schicht wäre dann theoretisch die letzte Schicht, wenn wir von unten nach oben hingehen. Da haben wir einmal so eine Druckverteilerplatte drauf und direkt unten drunter einmal Filtervlies. Hier praktisch mit dieser Einkerbung der Durchflusseinheit. Ich halte euch das auch gerade mal hin, dass ihr mal so den Überblick bekommt. Hier könnt ihr praktisch sehen, hier oben haben wir einmal diesen Schacht, wo das Wasser ganz nach unten durchgeführt wird und dann praktisch von unten wieder nach oben durchläuft. Das Ganze ist auch wieder zusätzlich mit einer Dichtung versehen. Und dann haben wir jetzt, Tatsache, drei leere Körbe. Eins, zwei, Moment, den muss ich mal beiseite legen. Und die drei. Ja, warum macht Eheim das so? Eheim macht das vermutlich aus dem Grund raus, dass viele wirklich ihre Filter nachbestücken oder individuell fürs Becken bestücken. Ich bin ein bisschen geteilter Meinung, man muss aber auch dazu sagen, das ist vermutlich kein Filter für Einsteiger. Ein Einsteiger wird vermutlich noch irgendwo so wahrscheinlich um die Standard Professional Line bzw. die 3 E's unterwegs sein und wird damit schon happy sein. Und bei denen ist praktisch großteils auch das Filtermedium mit dabei. Der 5 E hier wirklich ist was für passionierte Aquarianer, die bis ins kleinste Mühe was einstellen wollen. Und das sind häufig auch die, die keine Filtermedien mit reinpacken. Wie gesagt, bin da auch ein bisschen geteilter Meinung. Ich würde sagen, für den Obolus, den das Gerät wahrscheinlich am Ende dann kostet, würde ich empfehlen, Filtermedien mit reinzupacken. Auch wenn man wirklich sagt, es ist einfach nur die Standardbestückung, wie sie zum Beispiel auch auf der Kartonage abgebildet ist, das wird denen kein Bein brechen. Und man könnte zumindest sagen, falls doch ein sehr motivierter Berater im Zooladen ist und er den Tatsache vielleicht noch an einen Einsteiger-Aquarianer verkaufen kann, dass der wirklich sagen kann, jo, ist alles drin, kannst du erstmal so laufen lassen. Wie gesagt, Filterung ist ein sehr beckenindividuelles Thema. In dem Fall würde ich aber wirklich sagen, wäre es wahrscheinlich besser, wenn sie da werkseitig schon was mit reinpacken würden. Ja, nichtsdestotrotz, das wäre der komplette Inhalt des 5E gewesen. Was ich hier auch sehr schön finde, dass sie tendenziell mehr an dieses Transparent bzw. Anthrazit-Transparent sich anlehnen. Sprich, man kann auch, wenn man von außen mit der Taschenlampe dranhält, das habe ich bisher sehr gerne bei meinem JBL-Filter gemacht, so mal ein bisschen erahnen, gerade auch wie sich unten Mulm absetzt oder wie auch der Durchfluss ist. Man sieht ja immer irgendwo so ein bisschen Fetzen drin flattern, denkt dann, okay, gut, ist eher weniger, ist eher mehr. Gerade das hier ist wirklich auch noch ein Stück transparenter und das finde ich wirklich eine schöne Sache. Ja, nächster Step für uns hier in dem Unboxing und Test. Ich mache den einmal komplett sauber, bestücke den mit den Filtermedien. Zum Thema Filtermedien kommt auch nochmal ein eigenes Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich ab dem Punkt wieder, wenn wir das Kabel reinstecken und den Digitalpart installieren. So, wenn jetzt hier oben drauf die LED wieder blau leuchtet, können wir direkt wieder ans Tablet, Smartphone oder PC gehen und an die Einrichtung gehen. Dass er zwischendrin blau blinkt, das sagt lediglich, dass er ein Signal sucht bzw. eins ausgibt. So, hier sehen wir einmal den
Filter. Ansonsten, wenn ihr es nicht so auswählen wollt, könnt ihr auch die zwei QR-Codes, die auf der Hinterseite drauf sind, einfach scannen. Und damit könnt ihr euch auch bei dem Ganzen hier wieder einloggen. Jetzt muss ich einmal das Passwort, das auf dem Gerät hinten drauf steht, gerade eingeben. Das mache ich gerade schnell. So, jetzt gehen wir einmal hier unten auf Verbinden. Dann verbindet er sich gerade damit. Und sagt dann direkt keinen Internetzugriff. Das ist aber erstmal nicht schlimm. Jetzt gehen wir in den Browser und geben entweder die Internetadresse ein, die hinten auf dem Filter steht, oder auch hier können wir wieder mit dem QR-Code arbeiten. So, jetzt habe ich einmal die IP-Adresse angegeben, die hinten auf dem Filter war, und dann kommen wir auch schon direkt in den Vorauswahlbildschirm wieder für die Sprache. Da wählen wir einmal Deutsch aus, dann wieder das biometrische System haben. Hier könnte ich jetzt erstmal benennen, in welches Aquarium der gehört. Kann man machen, da ich schon ein bestehendes Digitalnetz habe von Eheim, wo mein Futterautomat dran ist, überspringe ich das erstmal, also sprich, ich lasse erstmal das da stehen, was da drin steht. Auch den Filter tun wir erstmal nicht umbenennen, den können wir so lassen. Und dann hier wählen Sie das Filtermodell aus, dann haben wir hier Außenfilter ohne Thermofunktion, Eheim Professional 5E450. So, den haben wir. Und dann sind wir auch schon in den Grundeinstellungen, wo wir praktisch auswählen können, welche Art von Filterung bzw. Pumpleistung wir denn haben möchten. Es gibt einmal die für den konstanten Durchfluss. Da können wir praktisch auswählen, wie viel Liter pro Stunde effektiv der Motor durchjagen soll. Vorteil ist, der misst die Durchsatzleistung. Klar, wir brauchen nicht drüber zu reden, dass das nicht aufs Mühe 100% genau ist, aber man kann schon wirklich grob einstellen, wie die Strömung auch im Becken sein soll. Wenn sich der Filter nach und nach zusetzt, tut das System die Pumpleistung den ganzen anpassen. Gehen gerade mal auf zurück, dass wir die anderen gleich nochmal sehen können. Moment. Bio-Modus gibt's. Sprich, ich habe eine Tag- und Nachtabsenkung. Ich kann ein Zeitintervall einstellen, dass ich sage, okay, tagsüber soll die Strömung stärker sein. Nachts, wenn die Fische ruhig schwimmen, soll sie ein bisschen schwächer sein. Hier kann ich dann praktisch Durchfluss Tag einstellen, Durchfluss Nacht und kann das Ganze dementsprechend hier auf dem kleinen Diagramm auch sehen, wie ich das Ganze konfiguriert habe. Dann gehen wir einmal wieder auf zurück. Dann gibt es noch den Plus-Modus. Plus-Modus ist im Prinzip ein Intervallströmmodus, wenn man so sagen will. Sprich, wir können ähnlich wie zum Beispiel einen Wellenschlag oder ähnliches imitieren. Minimal im 10-Sekunden-Zeitraum. Den können wir hier praktisch einstellen, dass er dann in dem und dem Zeitraum die und die Pumpleistung dann wirklich hochfährt. Dass er intervallweise wirklich so wie so ein Schwung Wasser ausgibt. Wie gesagt, würde mich jetzt eher an Wellengang oder auch Tag- und Nachtzyklus ähnlich wie bei Ebbe und Flut erinnern. Da kann man das Ganze so ein bisschen mit justieren. Ansonsten, manueller Modus gibt es auch noch ohne automatische Regelung. Sprich, hier stelle ich einfach nur meine Minimal- und Maximalleistung ein. Was hier ein bisschen schade ist, wir haben hier keine Angabe drauf, wie viel Pumpleistung wir als Durchsatz haben. Klar, wir können jetzt davon ausgehen, was Maximum ist, sprich dann hier Max. Da wissen wir, okay, die angegebene Gesamtleistung wird erreicht. Den Rest muss man halt schätzen bei diesen Stufen. Da wäre es vielleicht schöner gewesen, auch hier wieder eine Durchsatzleistung draufstehen zu haben. Für mein Fallbeispiel stelle ich mir jetzt mal hier den konstanten Durchfluss ein. Das ist jetzt, denke ich mal, so das Gängigste, was ich erstmal benutzen werde. Wir stellen mal hier ungefähr so auf, ja, machen wir mal 770 Liter. Wenn ich merke, dass es zu viel ist, kann ich immer noch runterstellen. Dann gehen wir hier auf Weiter. Und dann sehen wir hier schon, wir haben das Ganze dementsprechend eingestellt. Er passt auch gerade im Hintergrund ein bisschen die Strömungsleistung an. Und dann können wir hier zum Beispiel auch auf das Gerät gehen und weitere Einstellungen vornehmen. So, kleine Unterbrechung. Ich musste gerade einmal, einige werden es ja schon von dem Futterautomaten-Video von mir kennen, ich musste gerade erst einmal in die Einstellung und dem Filter praktisch meinem WLAN-Netz hinzufügen. Wie gesagt, wenn es genau interessiert, der kann das andere Video auch nochmal gucken, da habe ich das noch erklärt. Und jetzt fragt er mich automatisch, ob ich wirklich auch diese beiden Geräte verbinden möchte. Also er erkennt direkt, dass in meinem Home-Digitalnetz von Eheim noch ein anderes Gerät ist, sprich der Autofeeder, und ob ich die verbinden möchte. Dann kann ich hier sagen, verbinde mit Eheim-Gerät, wenn es in demselben Aquarium ist wie hinten jetzt, oder ohne Verknüpfung fortfahren. In dem Fall, wir wollen sie verknüpfen, verbinden mit Gerät. Dauert es wieder einen Augenblick. So, einmal kurz aktualisiert. Dann sind wir hier auch schon am Gesellschaftsbecken. Logischerweise, er weiß jetzt noch nicht, dass der Filter in dem Gesellschaftsbecken drin ist. Das können wir aber einfach zuweisen. Dann klicken wir einmal hier oben auf das Gesellschaftsbecken. Dann fragt er uns schon, neues Gerät wurde hinzugefügt. Dann können wir hier unten das Gesellschaftsbecken auswählen und gehen hier auf Speichern. Und schon haben wir beide
Digitalgeräte hier aufgeführt. Einmal den Futterautomat und einmal den Filter. Und dann können wir jeweilig hier drauf gehen. Ist jetzt alles in unserem WLAN-Heimnetz drin. Auch hier haben wir wieder die Einstellmöglichkeiten von vorher, dass wir den Modus wechseln wollen, dass wir einen konstanten Durchfluss haben wollen oder auch hier gewisse Grundeinstellungen wieder Thema, wie soll man das Ganze benennen, WLAN-Funktion und so weiter. Hier unten sehen wir den Verschmutzungsgrad. Verschmutzungsgrad richtet sich auch wieder danach. Das Gerät misst praktisch den aktiven Durchfluss. Logischerweise, wenn der Durchfluss sich verringert, geht das Gerät davon aus, dass das Ganze stärker verschmutzt ist. Wie sich das auf Dauer bewähren wird, werde ich euch dann nochmal als Feedback zurückgeben. Im Moment gibt da an 5% Verschmutzung. Können wir einfach mal von ausgehen, 5% bei einem frisch eingefahrenen Filter kann die Messtoleranz sein oder auch die Tatsache, dass ich wirklich recht dichte Filtermaterialien auch reingepackt habe und ja eher einen mittleren Durchfluss fahre. Ansonsten können wir jetzt auch uns den Spaß gönnen und können hier zum Beispiel auf den Autofeeder gehen. Smarte Kopplung, kein gekoppeltes Gerät. Dieses Gerät mit einem anderen EHM-Digitalprodukt oder Topfien Pro Serie verbinden. Und dann gehen wir hier auf Kopple Gerät, können wir hier den Filter auswählen. So, es wird nach Geräten in der Nähe gesucht. Dann wählen wir den Filter aus, hinzufügen. Und dann haben wir hier ein gekoppeltes Gerät. So, jetzt können wir zum Beispiel sagen, dass er die Durchflussrate reduzieren soll, wenn die Fütterung stattfindet. Da kann ich zum Beispiel sagen, dass er sie runterfahren soll komplett. In Abhängigkeit von dem Zeitpunkt, wenn der Futterautomat füttert, was wirklich eine saubere Sache ist, weil dann bläst er nicht das Futter einmal quer durch die Bude und es wird am anderen Ende wieder eingesogen, sondern er reguliert es dementsprechend runter. Dann gehen wir auf Speichern und dann hat er das Ganze auch schon gespeichert und somit sind die zwei Geräte in Abhängigkeit jetzt voneinander geschaltet. Wenn wir dann wieder zurückgehen, können wir uns auch hier den Spaß gönnen und auch nochmal drüber gucken, dass alles passt. Wie gesagt, die Filterleistung, die muss ich mir dann nochmal einregulieren, wie ich sie brauche. Ich lasse es jetzt mal so auf ungefähr 565 Liter laufen. Sieht jetzt rein optisch fast vorher aus wie die Pumpleistung. Gegebenenfalls werde ich es vielleicht sogar noch ein bisschen erhöhen. So, jetzt sind einige Wochen vergangen. Man sieht es, die Haare sind länger geworden und dementsprechend soll es heute ums finale Feedback bzw. in der Videoergänzung hier jetzt um das finale Feedback zu dem Filter gehen. Was habe ich beobachtet? Was ist mir aufgefallen? Was war cool? Was war vielleicht nicht so schön? Da soll es jetzt drum gehen. Also einmal die Thematik, App läuft an sich ohne Probleme. Wir hatten einen Aussetzer in der Zwischenzeit, da muss ich aber auch ehrlich und offen den Support von EHM loben. Der Punkt ist der, nach einiger Zeit, es war nicht mehr aufrufbar. Das komplette Interface, sowohl von dem Futterautomat als auch von dem Filter unten drunter, ich konnte nicht drauf zugreifen. Es war, wie wenn ich es nicht verbunden hätte. Dann habe ich natürlich mir erstmal das Handbuch geschnappt. Ich gehöre noch zu den Menschen, die die Dinger nicht direkt wegschmeißen und habe mal durchgeguckt. Und da war dann letztendlich bei Problembehandlung ein Reset empfohlen. Dieses Reset hatte ich durchgezogen. Es hat haargenau nichts geholfen. Dann habe ich den EHM-Support durchgeklingelt, habe recht zügig eine nette Dame dran gekriegt, die sich wirklich sehr, sehr gut mit der Technik, gerade mit dem Elektronischen, mit allem drum und dran ausgekannt hat. Und die hat dann noch eine Idee gehabt, zusätzlich zu einer anderen Art von Reset, weil man hat ja oben diese Indikator-LED. Da hatten wir dann noch ein anderes, wenn man so sagen will, Reset durchgeführt und es ging wieder. Also ich sag mal, ein Prozess, arbeitsaufwandstechnisch von einer halben Stunde. Das ist jetzt circa, muss schätzen, 3-3,5 Wochen so über den Daumen her. Funktioniert wieder alles Problem und außerdem habe ich in dem Zug mal das Ganze umgeswitcht, weil ihr tut, wenn ihr mehrere Geräte von der E-Reihe verwendet, immer so in Anführungsstrichen ein Master angeben. Sprich, was ist das WLAN-Grundgerät, mit dem sich die anderen dann koppeln sollen? Das war die ganze Zeit der Futterautomat, das habe ich jetzt praktisch gedreht, sprich das Zentralgerät ist jetzt der Filter. Wenn ich dann, keine Ahnung, Lampe, sonst irgendwas an Schaltgeräten oder sowas mit dazu irgendwann holen sollte, wird das alles über den Filter gekoppelt. Der Filter, jetzt in den letzten paar Wochen, also, wie fange ich an? Nach den ersten 2-3 Tagen war er komplett leise. Soll nicht heißen, man hört ihn überhaupt nicht. Also wenn ich jetzt hier davor hocke, so circa den halben Meter und die Tür ist zu, ich höre ihn nicht. Wenn ich die Tür aufmache, höre ich ihn definitiv. Das war aber auch vorher bei dem JBL-Filter und auch bei dem alten EHM-Filter, den ich noch, wo wir woanders gewohnt hatten, genauso. Also lautstärkentechnisch würde ich weder sagen, dass er besser ist als die Konkurrenz, noch dass er ordentlich schlechter ist. Man hört ihn ganz leise. Jetzt ist natürlich immer die Frage für Leute, die so ein Becken im Schlafzimmer haben. Ich habe hier und da Produktrezensionen gesehen, wo einige gesagt haben, für Schlafzimmer ist er nichts.
Ich würde jetzt zum Beispiel wieder sagen, also bei mir steht die Couch hier ein paar Meter neben dran, wo ich auch ab und zu mal döse. Also mich würde es jetzt persönlich nicht stören. Persönliches Belangen. Es bringt auch jetzt nichts, wenn ich euch da irgendwie das Mikro an das Ding dran halte. Ihr habt keine Relation dazu. Wenn ich das Mikro direkt dran halte, logischerweise hört ihr was. Wenn ihr jetzt, wie ich hier sitze und still bin, das Einzige, was man ein bisschen rauschen hört, ist die Klimaanlage und das Geblubber von den Aquarien. Also nicht wahrnehmbar, würde ich sagen, im Otto-Normalverbrauch. Anzeigentechnisch in der App komme ich sehr gut zurecht, muss ich sagen. Was heißt App? Es ist ja nur ein Online-Interface. Da hatten wir es ja schon mal drüber, dass ich mir eher eine App als Interface wünschen würde, als so ein Online-Interface. Muss man mal gucken, was da eHeim vielleicht noch in Zukunft macht. Die Steuerung und die Möglichkeiten, gerade in Koppelung mit anderen Geräten, ist eine prima Sache. Ich finde es super, dass ich einstellen kann, wenn der Futterautomat läuft, dass die Strömung runtergestellt wird. Da würde ich mir vielleicht als Ergänzung wünschen, dass man es entweder noch weiter runterregeln kann oder sogar sagen kann, jo, der Filter soll jetzt einfach mal 20 Minuten nicht laufen. Ich erwische mich zum Beispiel regelmäßig, wenn ich alle 3 Tage so über den Daumen hier Frostfutter reinkippe, dass ich den Filter komplett per App ausschalte. Dass einfach mal Ruhe ist, dass er nicht hinten gleich wieder alles einzieht. Er ist zwar schon runterreguliert mit der Schaltung, die von dem Futterautomat läuft, aber das ist so, dass ich sage, okay, es sind jetzt, ich glaube im Normalbetrieb habe ich 660 Liter die Stunde, wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Und bei der Futterspende kann man minimal, ich meine, auf 400 Liter stellen. Wäre cool, wenn man es weiter runter regulieren könnte oder wie gesagt einfach sagen könnte, mach mal für 10, 15 Minuten einfach mal komplett aus, dass die Fische da in Ruhe alles snacken können und nicht großteils irgendwas vom Filter dann aufgesogen wird. Ansonsten, was die Reinigung angeht, da ist ja die Tage auch ein Video zu gekommen. Absolut einfach. Es ist so ein Luxus, dass man das Kabel hinten direkt am Gehäuse abmachen kann. Das ist immer noch so der Punkt, okay, machst oben die Klappen zu, ziehst die Schläuche ab, dann hast du das Ding und ich bin jemand, kabelmanagementmäßig, sobald was in einem Schrank verschwindet, ist da keine Ordnung drin, sage ich ehrlich und offen dazu. Und für mich ist einfach der Punkt, ich kann einfach hinten diesen Klinkenstecker rausziehen, oben die Schläuche ab und dann habe ich das komplette Gehäuse so, wie es ist. Ich kann es durch die Wohnung schleppen, ich kann es in die Badewanne, ins Badezimmer tragen. Und schleife nicht irgendwie ein Kabel hinter mir her. Also das ist eine super Sache, da hat sich wirklich jemand was bei gedacht. Das finde ich sehr gut. Filtertechnisch, also ich hab mir ja hier und da ein paar Produktrezensionen durchgelesen. Dementsprechend will ich auch auf so ein paar Kritikpunkte eingehen. Es wurde oft beschrieben, dass diese Filterkörbe hängen, weil sie relativ dünnwandig sind. Also sie sind relativ dünnwandig, das muss man dazu sagen. Kennt man von anderen Herstellern ein bisschen anders, da, dass sie einfach in sich stabiler sind. Ich hatte aber jetzt nicht wirklich den Punkt, dass die sich andauernd verkeilt haben oder ich alles wieder auseinanderbauen musste, wieder neu zusammenstecken musste, dass irgendwie der Deckel drauf geht. Also da waren wirklich Rezensionen mit dabei, wo die Leute beschrieben haben, dass sie 5, 6 Mal neu anfangen mussten. Das hatte ich jetzt überhaupt nicht. Wie gesagt, ich sage dazu, ja, die sind sehr dünnwandig, die sind auch wirklich knautschdrehbar, wie man es sagen will. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass da Probleme gibt, aber ich nehme die letztendlich zentriert und lasse dann langsam runter und ja. Entweder ist da der präzise Monk zu präzise, dass es sauber reinläuft, oder es war halt Glück. Also ich habe da keine Probleme mit, kann ich nicht bestätigen. Der Punkt mit, dass die Filtermassen nicht mit beigepackt werden, ich stehe immer noch so ein bisschen im Zwiespalt, weil ich sage mir, das ist ein Filter, den holt sich kein Einsteiger. Ich glaube, das habe ich auch damals gesagt, einfach der Punkt, wenn er einen guten Verkäufer gehabt hat, dann hat er ihm den verkauft, weil der Verkäufer will ja dementsprechend auch ein bisschen Umsatz machen. Es ist für mich aber kein Einsteigerfilter, es ist wirklich ein Filter für den versierten Aquarianer, der noch so das Müh rauskitzeln will, vielleicht auch so ein bisschen Smart-Home-Gadget-Fan, so wie ich. Und bei denen würde ich sagen, ist es Tatsache wirklich oft so, dass die ihren Kram selbst bestücken wollen. Bei einem Einsteigerfilter sollte immer alles meines Erachtens komplett fertig sein, dass derjenige, blöd gesagt, nur noch das Wasser reinkippen muss, Stecker rein, läuft, Feierabend. Ich hätte mir vielleicht so als Ergänzung noch gewünscht, dass ein paar andere Aufsätze mit drin sind. Also gerade beim Filter in der Größenordnung und auch in der Preisregion würde ich sagen, man könnte schon noch ein paar andere Anschlüsse zumindest für den Auslauf mit reinpacken, zum Beispiel ein Breitstrahlrohr, so ein Entenschnabel oder wie man es nennt. Das wäre vielleicht noch eine Option gewesen oder vielleicht, ich will jetzt nicht sagen Lillipipe oder sowas, aber eHeim hat ja auch sowas in seinem Repertoire. Und wenn ich halt überlege, Filter für einen versierte Aquarianer, häufig wahrscheinlich auch Aquascapes, könnte man ein bisschen anders mit dem Zubehör arbeiten. Ich finde es erstmal geil, dass auf jeden Fall keine grünen Schläuche und grünen Rohre und alles mit dabei sind, dass sie da schon farblich umgestellt haben. Das ist eine super Sache. Aber so zubehörtechnisch fand ich es für einen Filter in der Preisregion schon recht knackig. Funktional alles super, zubehörtechnisch, wie gesagt, müssen wir noch ein bisschen was drehen.
Wenn wir über die Preisregion reden, ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt vor ein paar Wochen gesagt habe, ich habe jetzt gerade nochmal fix die Preise gecheckt. Also, Feedback meiner Seite. Ihr kriegt ihn im Schnitt in den meisten Online-Shops, in Läden, logischerweise, ich bin jetzt nicht in 10 Läden vorbeigefahren, habe es mir angeguckt. In den meisten Online-Shops kriegt ihr ihn so für roundabout 270, 280 Euro. Das wäre für mich als Gesamtpaket auch in irgendeiner Form gerechtfertigt. Er wird auf vielen Webseiten mit einer UVP von 400 Euro angegeben. Eheim selbst gibt ja auf seiner Seite keine UVPs an, oder zumindest bin ich so blind, dass ich sie nicht gefunden habe. 400 Euro wäre mir arg zu teuer, wirklich arg, arg zu teuer. Da reden wir ja drüber, dass du stellenweise, klar, je nach Hersteller, ein komplettes Aquarienset mit Technik für 400 Euro kriegst. Aber für 280 Euro für einen Filter, der so bis circa 400 Liter sehr gut zu benutzen ist, ist das für mich in Ordnung, gerade auch mit der ganzen Elektronikenschaltung und allem drum und dran. Aber was ich sagen kann, ich bin sehr zufrieden mit dem Filter. Bin gespannt jetzt in noch längerer Zeit, wann es vielleicht die ersten Mucken und Probleme gibt. Werde ich natürlich auch in den Vlogs ehrlich und offen dann drüber berichten, wenn irgendwann mal, keine Ahnung, eine Dichtung durchgejagt ist, Propellerachse gebrochen oder sonst irgendwie was. Aber da ist ja der Riesenvorteil, ihr bekommt Zubehör von Eheim ohne Ende. Also da gibt es ja fast jede Schraube einzeln gefühlt zu holen. Ja, ansonsten, wie gesagt, mein Appell immer noch an Eheim, macht bitte eine App, das Online-Interface. Ich habe das Gefühl, das ist immer so ein bisschen eine anfällige Geschichte, gerade auch mit diesem Thema, dass er nicht mehr im WLAN drin war. Das hatte ich halt mit App-gesteuerten Aquariengeräten noch überhaupt nicht. Das war jetzt nur mit diesem Online-Interface in Verbund. Woran es gelegen hat, kann einem im Nachhinein natürlich keiner sagen, aber eine App ist halt für mich immer eine cleanere Sache. Man kann das Ganze besser strukturieren. Ich habe jetzt zum Beispiel seit 2 Wochen mal als Beispiel drüben von Fluval die LED-Bar oben laufen. Das ist eine astreine App, kann man nichts sagen. Funktioniert ohne Probleme. Das Setup war innerhalb von nicht mal einer Minute geschehen. Ihr drückt auf den Kopplungsknopf in der App, einmal aktualisieren, wischen. Das Ding ist drin, Tipps drauf, koppeln, das war's. Das Ding ist drin, das passt. Das macht alles automatisch, ihr müsst euch um nichts kümmern. Mit dem Online-Interface halt ein bisschen aufwendiger. Klar, ich stecke nicht in der Thematik Programmieren. Ich weiß nicht, wie aufwendig das jeweils in der Relation ist, gerade in dieser Kopplung mit den verschiedenen Geräten. Aber wäre vielleicht nochmal was für die Zukunft. Was ich vielleicht auch noch so als Bitte so zum Schluss hin an Eheim hätte, mal abgesehen vom Thema App. Was mir jetzt aufgefallen ist, seitdem ich den Filter betreibe und auch den Innenfilter nicht mehr am Laufen habe, sprich, wir haben zwar, ihr seht es hier hinten so ein bisschen schemenhaft, schon recht viel Oberflächenströmung, aber Skimmer-Thematik. Ich habe den kleinen Skimmer von Eheim drin laufen, diesen 350, Eheim Skim 350 oder wie der heißt. Es wäre sehr, sehr schön und sehr praktikabel, wenn es in der E-Reihe auch einen Skimmer gäbe, weil wir haben jetzt einen Außenfilter laufen, mal angenommen auch in einem Abgasgate. Wir beziehen es jetzt gar nicht mal so sehr auf mein Becken. Ich fütter die Fische. So, angenommen mit dem Automaten oder ich sage per App, jetzt ist Fütterungszeit. Ihr habt einen Skimmer laufen, so, den müsst ihr manuell wieder ausmachen, dass das Futter nicht eingesogen wird, wenn eure Fische nicht so schnell und gierig hinterher sind. So, wie geil wäre es denn, wenn man einen E-Skimmer hätte, der mit dem Filter gekoppelt ist und man einfach sagt, okay, zwischen, mal angenommen, so 20 Uhr rum ist es meistens bei mir, 20 bis 20:30 ist Fütterungsphase, einmal alles komplett gekoppelt runterfahren. Oder, dass man ergänzend sagt, ihr packt einen schönen Skimmer mit dazu als Einsaugzusatzstutzen. Es gibt ja auch diese Kombistutzen, wo man hin und her switchen kann, wie viel unten eingesogen werden soll und wie viel oben am Skimmer. Aber dann wirklich optisch was Schönes, nicht so ein giftgrünes Ding, sondern irgendwas, ja, Glasware muss jetzt um Gottes Willen nicht sein, das springt wieder im plastischen Rahmen, aber so graues oder leicht transparentes Kunststoff, so wie jetzt zum Beispiel auch die Rohre da drin sind, ein Skimmer mit dazu und es wäre alles super. Ich sehe es halt immer von dem Punkt, wie gesagt, wir sind hier in einer recht hohen Preisregion, der Filter ist nicht für jedermann was, aber für denjenigen, der noch so das finale Mühe, so ich sag mal die letzten 2-3% bis zu 100% rauskitzeln will, für die ist halt dieser Filter und das sind halt auch wirklich oft Leute, die sehr viel Wert auf Optik legen, Funktionalität haben wir in dem Fall, aber vielleicht zubehörtechnisch, dass man da noch ein bisschen was anpasst oder es ergänzt mit dem Ganzen. Eins auch noch dazu gesagt, zwischenzeitlich, das fand ich sehr angenehm, muss ich sehr loben. Ich muss aber auch wieder ehrlich dazu sagen, ich habe noch keinen wirklichen Kontakt zu einem Support von einem Aquarientechnikhersteller. Bisher ist immer alles gelaufen. Mir wurde auch direkt von Eheim angeboten, den Pumpkopf zu tauschen.
Weil wo wir dann so am Telefon am Erörtern waren, oh, das könnten wir vielleicht noch probieren, aber wenn es nicht funktioniert, hat die Dame auch direkt gesagt, wir können Ihnen auch einen neuen Pumpkopf zuschicken. Weil ich habe dann auch gefragt, ich so, ja, Filter tauschen wird ja schwierig. Ich sage, so, kein Problem, wir schicken Ihnen einen neuen Pumpkopf zu. Wenn Sie ihn haben, setzen Sie ihn drauf und dann schicken Sie uns gerade den Defekten zu und wir gucken, was damit ist. Fand ich sehr angenehm und vor allen Dingen auch sehr kundenorientiert. Sei auch dazu gesagt, ich habe mich nicht irgendwie als Influencer, Content Creator oder sonst irgendwas am Telefon gemeldet, sondern als normaler Kunde, wie wenn ich das Ding im Zooladen oder sonst wo gekauft hätte. Ja, das soll es jetzt wirklich gewesen sein zu dem Eheim Professional 5E450. Vielleicht muss man in Zukunft auch mal ein bisschen die Bezeichnung abkürzen. Ja. Wir schauen mal, was noch so in den nächsten Monaten passiert. Ich werde es in den Vlogs berichten. Ansonsten schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was mich interessieren würde. Wie seht ihr so diese Smart-Thematik? Sagt ihr, oh, nee, Nonsens, das ist ja okay, es ist ganz schön, wenn ich irgendwie Lampen in meiner Wohnung steuern kann, aber beim Aquarium brauche ich es jetzt nicht. Oder ob auch ein paar Technik-Cracks unten sind, die sagen, oh ja, finde ich mega toll, da müssen noch die Funktion dazu, das würde ich feiern. Gerne mal unten reinschreiben, natürlich auch eure Meinung zu dem Filter. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ich hoffe doch sehr, dass euch das Video in der Form gefallen hat. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst das Abo nicht, aktiviert die Glocke, Leute. Euer Nils von Shrimpaddle. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Ciao, bis dann.